Schon wieder ist es soweit. Für die dritte Kerze ist es Zeit. Ich wünsche euch Zeit, anderen eine Freude zu machen. Bringt sie einfach so zum Lachen. Sagt doch einfach mal so Danke für die Zeit, die sie euch schenken. Kleine Dinge, die sie geben. Die bereichern schon das Leben. Vom kleinen Stern, der etwas Besonderes sein wollte. Es war einmal an einem Abend in der Weihnachtszeit. Die Kinder hatten fleißig über den ganzen Tag verteilt Weihnachtsplätzchen gebacken. Und sie lagen bereits im Dunkeln, die knusprigen, die goldbraunen und köstlich duftenden Sterne, Tannenbäume und Lebkuchenmänner. Da hörte man im Dunkeln, für ein menschliches Ohr kaum hörbar, ein kleines, feines Stimmchen in der Küche. Alle Kinder sollen sich zu Weihnachten an mir freuen. Ich möchte mit Zuckerguss und bunten Streuseln verziert sein und das schönste Plätzchen von allen werden, hörte man es raunen. Gesagt hatte das ein kleiner, winziger Stern zwischen all den anderen Keksen. Ein Blick jedoch von einem arroganten Lebkuchenmann reichte ihm schon, um wieder still zu werden und in sich zu gehen. Vielleicht überlegte er, bin ich ja doch nicht so etwas Besonderes? Ich bin ja auch viel kleiner als die anderen Sterne, so dachte er sich. Und außerdem fehlt mir noch der Bruchteil von meiner kleinen rechten Zacke. Da beschloss er schweigend, seinen Traum, ihn sich aufzunehmen. Und sich still und leise in sich zurückzuziehen. Als die Kinder am nächsten Tag wiederkamen, um die Plätzchen zu verzieren, da bedachten sie alle mit einem süßen Zuckerguss und streuten wunderbar bunte Streusel hinauf. Nur den kleinen Stern, den vergaßen sie offenbar irgendwie. Und er wurde noch stiller. Er beschloss, dass es besser war, im kalten Schnee davon zu stapfen, als weiter irgendwelchen Traumblasen hinterherzuhängen. In seinem Kopf, da ratterte es. Ich bin nichts wert, dachte er bei sich. Krumm bin ich und schief. Zuckerguss habe ich nicht bekommen und eine Zacke fehlt mir auch. Als er so eine Weile lang durch den Schnee gelaufen war, traf er auf das kleine Vögelchen, das im Schnee nach Futter gesucht hatte. Oh, sagte es, hallo! Und es erkannte, dass der Stern wohl etwas traurig war. Liebes Sternchen, warum bist du so traurig? Fragte es. Ach, sagte der kleine Stern, ich dachte, ich wäre etwas Besonderes. Aber, weißt du, man hat vergessen, mich mit Zuckerguss zu überziehen und dann bin ich wohl etwas klein geraten und unvollständig. Da, siehst du, die Zacke. Und es zeigte auf seine fehlende Ecke. Die Meise antwortete ihm daraufhin liebevoll. Ach so? Das verstehe ich ja gar nicht. Dabei duftest du so herrlich nach Gewürzen und so wunderbar süß. Oh, weißt du, so ein Krümelchen von dir, das würde mir jetzt schon sehr weiterhelfen. Denn ich suche schon die ganze Zeit im Schnee nach etwas zu essen und ich finde kaum etwas, um meinen Hunger zu stillen. Der Stern
schaute nachdenklich nach ihr. Weißt du, ich gebe dir gern 1-2 Krümelchen von mir, kleine Meise, dann wirst du bestimmt satt. Und so geschah es. Die Meise aß 2 der süßen Krumen vom kleinen Stern und bedankte sich überschwänglich. Oh, kleiner Stern, du hast mir so geholfen, sagte sie fröhlich und piepste davon. Als der Stern weiterging und im Schnee dem Pfad in den Wald folgte, da traf er an einer besonders schönen Tanne auf ein Eichhörnchen. Oh, hallo, kleiner Stern, sagte das Eichhörnchen. Doch als es die Traurigkeit auf dem Gesicht des kleinen Sterns erkannte, fragte es. Oh, was ist denn los? Bist du etwa traurig? Der kleine Stern blickte nach unten und antwortete verschämt. Ach, weißt du, ich wollte den Kindern an Weihnachten so gern eine Freude bereiten. Ich dachte, ich wäre etwas ganz Besonderes. Doch dann wollte mir niemand Zuckerguss überziehen und ich bin wohl auch viel zu klein geraten und etwas krumm und schief und niemand freut sich an mir. So sah das Eichhörnchen den Stern eine Weile an. Und dann meinte es ganz herzhaft, also ich finde, du bist genau richtig. Denn weißt du, sagte es, ich habe da drüben in dem Spalt von dem Baum meine Vorräte versteckt. Im Herbst habe ich die Nüsse dort hineingestopft, aber jetzt bin ich zu groß, um sie wieder herauszuholen. Das Eichhörnchen hatte noch gar nicht recht ausgesprochen, was es wollte, als sich der kleine Stern schon durch den engen Spalt in den Baumstamm vor ihm zwängte. Tatsächlich passte er hindurch und er kullerte dem Eichhörnchen ein paar schöne, fette Haselnüsse heraus. Da freute es sich, es war ganz erleichtert und meinte, ich danke dir, dass du mir geholfen hast, kleiner Stern. Und dann nahm es seine Nüsse und verschwand. Der Stern jedoch tapste weiter. Auf einer Lichtung traf er auf eine kleine Maus. Oh, piepste sie, du siehst ja immer noch ganz traurig aus. Oh, seufzte der Stern zurück. Ich wollte etwas Besonderes sein, aber ich bin wohl schief geraten und siehst du hier, da fehlt mir auch ein Stück meiner Zacke. Und deswegen freut sich niemand an mir. Sagte da das Mäuschen. Ach, sagte es, dein Geruch erinnert mich so köstlich an Weihnachten und weißt du, wenn ich nur ein kleines bisschen an dir knabbern könnte, dann wüsste ich endlich wieder, wie sich Weihnachten anfühlt. Ich habe so lange schon kein Weihnachtsplätzchen mehr gekostet. Der kleine Stern, wie wir ihn kennen, er zögerte nicht lange und meinte voller Tatendrang, also dann, kleines Mäuschen, dann schau mal, da fehlt sowieso schon eine Ecke. Knabber doch ein bisschen. Das kleine Mäuschen fing an, am Stern zu naschen. Sagte es wohlig. Auf einmal wird mir ganz warm ums Herz. Endlich kann ich wieder Weihnachtsfreude spüren. Danke, kleiner Stern, sagte sie herzlich. Auf seinem weiteren Weg traf der Stern in der Abenddämmerung auf den Fuchs. Der Fuchs sah den kleinen Stern von Weitem und als er näher kam, wunderte auch er sich. Sag, kleiner Stern, warum bist du denn so traurig? Abwesend winkte der Stern ab. Ich wollte doch etwas ganz Besonderes sein, aber eigentlich, weißt du, da bin ich nur krumm und schief geraten. Hübsch verziert hatte ich vor, auf dem Weihnachtsteller zu liegen, im Weihnachtszimmer, und wollte den Kindern eine große Freude bereiten.
Aber meine Krümel, die taugen gerade nur für die Vögel und die Mäuse im Wald. Und nur das Eichhörnchen hat einen Nutzen davon gehabt, dass ich so klein geraten bin. Der Fuchs, als Schlauster im Wald, antwortete ihm clever. So, so. Krumm und schief also. Und zu klein. Kleiner Stern, sagte er. Warum denkst du denn nur so etwas? Weißt du, dass du mich sehr an die Menschen erinnerst? Denn weißt du, wie die Menschen die Plätzchen machen, so hat der Zufall auch die Menschen gemacht. Da gibt es manche, die sind etwas zu groß geraten und andere wiederum zu klein. Manche fühlen sich nicht hübsch genug und andere wiederum zu dick. Einige denken von sich, sie seien dumm. Und wieder andere halten sich für viel zu schlau. Keinen einzigen gibt es, sagte der Fuchs, der von oben bis unten perfekt ist. Aber weißt du was? Meinte er weiter. Das Leben hat jedem von uns etwas Besonderes geschenkt. Ein Herz. Und jeder kann es einsetzen, um den anderen etwas Gutes zu tun. Wenn man anderen hilft und mit ihnen teilt, zum Beispiel, oder wenn man traurig ist, oder wenn man jemandem sagt, ich hab dich lieb, dann benutzt man seine besondere Gabe. Und deshalb sah er den kleinen Stern an. Bist auch du etwas ganz Besonderes. Denn das, was in dir steckt, das hast du eingesetzt, um den anderen zu helfen. Der kleine Stern sah den Fuchs überrascht an. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er war nicht so schön verziert worden wie die anderen Plätzchen, aber war das überhaupt wichtig? Es kam doch darauf an, was man im Herzen hatte und dass man es benutzte, um den anderen Gutes zu tun. So, wie er den Tieren im Wald geholfen hatte. Von da an war er wieder zufrieden und glücklich, stapfte nach Hause so schnell er konnte, legte sich auf den Plätzchenteller und wusste, dass er mit Sicherheit eine große Freude für alles und jeden sein würde, der ihm begegnete. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit.